So, meine Lieben, endlich ist es soweit. Das bisher größte Tier-Unboxing. Erstbesatz für gleich zwei neue Aquascapes. Und was es hierbei unbedingt im Vorfeld zu beachten gilt, um unnötiges Tierleid oder gar Sterben zu verhindern. Dies und mehr jetzt in diesem Video. Also, schaut's euch an. Nach nun knapp zwei Monaten schier unendlich lang wirkender Einlaufphase bei dem 30 Liter Nanocube meines neuen Nature Jungle Styles bzw. auch des Dark Starts meines puristischer anmutenden Mini M Iwagumi Layouts ziehen heute nun endlich die neuen Bewohner in ihre entsprechend neu gestalteten Biotope ein. Während der letzten zwei Wochen habe ich mehrmalige Nitrittests in beiden Becken durchgeführt, um auch wirklich sicherzustellen, dass kein Nitrit mehr im Wasser nachweisbar ist bzw. kein Nitritpeak mehr droht. Ausführliche Infos zum Thema Aquarium richtig einfahren bzw. alles, was unbedingt vor dem ersten Tierbesatz über das oft leider noch immer vernachlässigte oder einfach auch wirklich unterschätzte Thema Nitritpeak bzw. der Einfahrphase in einem neu eingerichteten Becken unbedingt wissen muss, habe ich dir auch nochmal rechts oben in der Ecke sowie in der Videobeschreibung verlinkt. Bitte unbedingt sicherstellen, dass dies vor einem geplanten Tierbesatz verstanden bzw. erfolgreich durchlaufen und abgeschlossen ist. Einfach aus dem Grund, um letztlich unnötiges Tierleid und Sterben zu vermeiden. Nachdem sich nun also ein grundlegendes biologisches Gleichgewicht und somit stabiles Umfeld für die Tiere etablieren konnte, habe ich zwei Tage vor dem geplanten Einsetzen der ersten Tiere nochmals einen kleinen, unterwöchigen, quasi außerplanmäßigen Wasserwechsel von ca. 20-30% jeweils gemacht, um letztlich eine mögliche Keimdichte in den doch noch immer recht frisch aufgesetzten beiden Aquascapes einfach nochmals zu reduzieren. Anschließend habe ich dann wie üblich vor einem neuen Tierbesatz bzw. auch nach meinem ansonsten ja wöchentlich stattfindenden größeren 50% Wasserwechseln die Qualität des Wassers mithilfe von Mironikuton, Bacta AE sowie Shrimfit als auch Liquitumin abgegradet, um ein möglichst optimales Verhältnis zwischen nützlichen Bakterien, Mikroorganismen und Huminstoffen im Becken gewährleisten zu können und natürlich auch den Neuankömmlingen möglichst ideale Voraussetzungen gleich von Anfang an zu bieten. Weitere Infos zu den Vorzügen der von mir hier verwendeten Produkte des Bacta AE sowie der insbesondere nicht oft genug hervorzuhebenden Vorzüge oder zu betonenden Vorzüge der Huminstoffe habe ich dir auch nochmals oben im Eck bzw. in der Videobeschreibung verlinkt. Falls noch nicht gesehen, unbedingt im Nachgang auch nochmals anschauen. Bereits seit dem ersten Tage des Dark Starts im Mini M bzw. der Einfahrphase im Cube habe ich den beiden Becken ein paar Ährenzapfen sowie Seemandelbaumblätter hinzugegeben, welche sich nicht nur zwischenzeitlich angefangen haben zu zersetzen bzw. genauer gesagt zersetzt zu werden, sondern eine schöne Grundlage für den hierbei natürlich entstehenden Biofilm und natürlich auch Siedlungsfläche letztlich für nützliche Bakterien und natürlich auch für lebensnotwendige Mikroflora und Fauna bieten konnten. Und eben genau jene bieten jetzt anschließend wiederum logischerweise dann die Nahrungsgrundlage für unsere Garnelen und Schnecken und zwar gleich zu Beginn. Das kann und würde ich auch immer euch empfehlen, also natürliche Produkte wie zum Beispiel irgendwelche Seemandelbaumblätter oder Ährenzapfen bereits lange vor dem ersten Tierbesatz in das neu eingerichtete Becken zu geben, um somit eine möglichst ideale Grundlage für die Wasserqualität zu schaffen und natürlich auch die Nahrungsversorgung der Tiere dann sicherzustellen. Wie im letzten Community-Hangout mit euch basisdemokratisch quasi abgestimmt wurde im Rahmen einer Umfrage, werde ich jetzt mein Versprechen auch einlösen und eben genau jene Tiere in den Cube einsetzen, welche ihr bzw. die meisten von euch im Rahmen der Umfrage dann sich gewünscht haben. Die Tiere mit den meisten Stimmen waren die Yellowfire Neon Garnelen bzw. die konkreter gesagt Neocaridina Davidi Yellow Neon, als auch die bunten Geweihschnecken. Und eben jene sollten nun neben den Tieren, welche ich mir selbst für das Iwagumi-Layout ausgesucht habe, hier in diesem Paket enthalten sein. Dieses Paket ging übrigens gestern Abend sorgsam verpackt von Garnelio, einem der weltweit größten Online-Shops für wirbellose Aquarientiere, mit dem für über Nacht Tierversand-Express-Spezialisten Go Express auf die Reise, und zwar von Mannheim hier zu mir in die Nähe von Stuttgart. Und es kam, soweit von außen beurteilbar, offensichtlich wohlerhalten und
gänzlich unbeschadet binnen weniger Stunden Kurierfahrt um Punkt 10 Uhr heute Vormittag bei mir an. Die Tiere waren somit nicht mal 24 Stunden unterwegs. Kleiner Disclaimer noch der Vollständigkeit halber. Diese Tiere sind mir freundlicherweise von Garnelio kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Ich habe also nichts für dieses Sponsoring hier bezahlt. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss aber nicht, dass ich euch hier irgendetwas erzählen oder zeigen bzw. auch nicht zeigen dürfte oder erwähnen sollte oder weglassen sollte, was auch immer ihr wisst, wie ich es meine. Sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte euch ganz transparent und authentisch an meiner Erfahrung hier teilhaben lassen und bin genauso gespannt wie ihr auf die Tiere. Und schauen wir doch einfach jetzt mal an, wie die Lieferung der Tiere so vonstatten ging und in welcher Verfassung vor allem die Tiere jetzt hier bei mir angekommen sind und ob bzw. wie wohl sie sich dann auch in ihrem neuen Becken fühlen und auch langfristig dann einleben werden. Wenn ihr ebenfalls Interesse an qualitativ hochwertigen Schnecken, Garnelen, Fischen, Krebsen, Wirbellosen jeglicher Art oder natürlich auch an sämtlichen Zubehörutensilien der klassischen Aquaristik und des Aquascapings habt, dann schaut doch unbedingt auch mal bei Garnelio vorbei und überzeugt euch selbst von ihnen und ihrer Qualität. Wenn ihr mich und meine Arbeit zudem durch euren Einkauf bei Garnelio direkt und ganz bequem unterstützen wollt, dann nutzt doch bitte künftig meinen Affiliate-Link, welchen ihr ebenfalls in der Videobeschreibung findet. Das Ganze funktioniert dann wie immer ganz nebenbei und ohne, dass sich für euch in irgendeiner Art und Weise irgendwas ändern würde oder gar teurer werden würde. Neben den Yellow Fire Neocaradina Zwerggarnelen für den Cube sollten ja auch noch Bloody Mary Zwerggarnelen und ebenfalls bunte Geweihschnecken für das Iwagumi enthalten sein. Und ob das alles nun so kommt, wie gedacht bzw. wie bestellt und vor allem aber auch in welchem Zustand bzw. in welcher Kondition die Tiere jetzt hier bei mir ankommen, das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Also legen wir los! Was haben wir? Wir haben Geweihschnecken und zwar nicht zu wenige. Die sehen alle putzmunter aus, kleben hier an der Scheibe, an der Tüte. Das sieht soweit gut aus. Vor allem sind die schon sehr groß für Geweihschnecken. Das finde ich gerade spannend, ja. Das sind bunte Geweihschnecken. Wir haben hier nochmal ein paar weitere. Das sollte jetzt die ist sie denn? Eine einzelne Geweihschnecke. Black and Gold Clinton SP. Clinton. Das sind die bunten. Sieht fast genauso aus, ja. Und wir haben die Bloody Mary sind jetzt hier auf zwei Beutel aufgeteilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sollten die 20 Stück sein. Und wir haben die Yellow Fire Neocaridina Davidi. Die sitzen hier in dem Gitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich glaube, 17 Stück sind es jetzt. Wie viele sollten es sein?
Ich habe bekommen 20 Bloody Mary und 20 Yellow Fire sollten es sein. Jetzt hier in der Tüte ist ein bisschen schwer zum Zählen mit den Gittern, wo die sich alle auch noch festhalten. Wir fangen jetzt mal an. Und zwar würde ich jetzt als erstes mal, weil die Schnecken schon draußen sind, die Schnecken hier, beziehungsweise die eine schon mal, in ihr neues kurzzeitiges Utensilprovisorium hier entlassen. Und jetzt nehmen wir mal das Wasser, geben es in den Eimer. Die Schnecke hält sich fest, das war klar. Die entfernen wir jetzt vorsichtig hier vom Beutel. Zuck. Einmal. Und die anderen Schnecken. Oh, da fällt schon eine runter, sorry. Verfahren wir ebenso. Die geben wir jetzt mal ins selbe Wasser hier rein. Und versuchen die jetzt mal vorsichtig von dem Beutel hier zu lösen. 1, 2, 3. Ups. 4, 5. Die sind saugroß. Ich wusste gar nicht, dass es so große Geweihschnecken direkt zur Lieferung gibt. Schaut euch die mal an. Also ich habe noch nie so eine große Geweihschnecke direkt bei der Lieferung gehabt. Wenn die jetzt mal ein paar Jahre bei mir sind, sind die so groß. Das sind Monster-Geweihschnecken, riesig. Die sind ausgewachsen hier. So, was hatten wir jetzt? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sind wirklich monströs groß und scheinen hier wirklich stabil zu sein. 8. 9. 10, 11. Ha. 10 Wasser noch raus. 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, und last but not least 24, das Wasser geben wir noch dazu. Also wir haben jetzt 24 bunte Geweihschnecken. Wir haben jetzt eine Golden Sun oder wie hieß sie? Also 24 Geweihschnecken Mix bunt und eine Geweihschnecke Black and Gold. Unglaublich, die sind so groß, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe noch nie so große bei der Lieferung gehabt. Wenn ich die ein paar Jahre hier im Becken habe, dann werden die annähernd so groß. Aber das sind wirklich richtig krass große. Jetzt schauen wir gleich mal weiter. Wir wollen nämlich jetzt die Garnelen auch hier. Und zwar die eine Charge kommt ja hier für den Nano Cube, für das neue Iwagumi, für den Nano Cube und für das neue Iwagumi. Die gelben Yellow Fire, das waren die, die ihr ja abgestimmt habt. Die nehmen wir jetzt. Es sollten in Summe 20 Stück sein. Hier hängen sie auch alle schön an den Gitter. Das werden wir jetzt genauso machen. Wir geben hier das Wasser direkt mal in den sauberen Eimer rein und stülpen die jetzt einmal kurz und schmerzlos um, dass sie hier aus dem Transportwasser mit dem Transportwasser in den Beutel kommen. Schwupps, da sind sie alle draußen, kein zurückgebliebenen Beutel. Die machen alle einen sehr vitalen, lebendigen Eindruck. Mal schauen, 1, 2, ja. Sehen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da sind, ich glaube, schon definitiv zwei Weibchen, die Eier tragen, mit dabei. Sehr schön. Sind sehr schön leuchtende Tiere. Alle quickfidel, wie es scheint. Relativ groß und stabil. Keine kleinen
zu zierlichen, sondern schon stabil gebaut. Ist jetzt, ich bin froh, dass alle lebendig hier dem Anschein nach angekommen sind. Jetzt schauen wir hier auch nochmal. Auch hier schwimmt eine unten, die anderen halten sich alle fest. Die gelben Yellow Fires scheinen alle wohl auf und munter zu sein und machen hier einen quickfiden, vitalen Eindruck. Schwimmen hier schon rum. Zwei Eiertanten sind mit dabei, da freue ich mich. Die werden jetzt gleich in den Nanocube einziehen, der jetzt hier seit 2 Monaten, wie gesagt, seine Einfahrphase hier. Das ist blöd. So. Schwups, das war etwas hoch, sorry fürs Schütten. Hier unten, was haben wir da noch? Styropor. Ich denke gerade, was für eine Schnecke kommt hier mit. Bisschen Styropor. So, jetzt sollten wir in Summe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 schwimmen unten auf dem Boden, oder? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und oben haben wir nochmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, es sind 21, müssten es sein. Und alle scheinen wohl auf und unbekümmert den Transport überstanden zu haben. Das heißt, einem müsste es, wenn ich richtig zählen konnte, jetzt sogar noch mehr drin gewesen sein. 20 sollten geliefert worden sein, 21 wurden offensichtlich geliefert, wurden 21 bestellt, wurden 20. Das schaut so aus, als ob die wohl aufwärmen. Super. Dann haben wir die Schnecken, die Yellow Fire. Und jetzt kommen wir zu den Bloody Marys. Hier sind sie ja, genau. Und die halten sich alle gar nicht fest. Die schwimmen alle irgendwo rum. Hier in der Biegung kann man schlecht zählen. Die scheinen aber auch alle fit und vital. Keine offensichtlich vom Transport geschwächt oder geschädigten. Eine Eiertante kann ich erkennen und die lassen wir jetzt auch mal wieder raus. Ui, das war etwas zu tief geschnitten, da kam das Wasser gleich mit. Zack. Und ihr seht es. Alles leer, ja. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück und alle schwimmen rum, alle sind wohl auf. Das scheint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Eine Eiertante, zwei Eiertanten schon in den einem Beutel sind. Auch hier relativ große, nicht ganz so große Tiere wie die Yellow Fire. Die waren nochmal ein Stück größer. Die scheinen dann noch ein bisschen noch mehr Wachstumspotenzial zu haben. Jetzt schauen wir mal hier rein in den Beutel. Da schwimmt und kriecht und fleucht auch alles rum. Da scheint eine Babygarnele sogar noch mit drin zu sein. Eine ganz transparent weiße. Das freut mich. Die scheint sogar hier noch als kleines Babytier mitgekommen zu sein. Die ist noch komplett farblos, ganz klein. Wurde da wahrscheinlich mit beim Einpacken rausgefischt, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Ich freue mich. Ich hoffe, es bleibt auch eine Bloody Mary und keine andere, denn das war mir jetzt wichtig, dass wir die Farben hier rein haben und ich dann da auch so ein bisschen die Nachzucht dahingehend dann steuern kann. Jetzt schauen wir mal mit dem Netz, das hängt hier fest. So, keine Garnele verblieben. Jetzt wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nochmal, 2, 4, eine Babygarnele ist dabei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 plus eine Babygarnele. Ihr seht, die schwimmen alle rum, 3 Stück halten sich gerade noch fest und eine Babygarnele ist hier mit dabei. Eine von allen hat hier so einen leichten Farbverlust, was durchaus üblich ist bei dem Stress, den jetzt natürlich so ein Transport hier verursacht. Die Tiere waren jetzt in etwa, ich weiß nicht, wann sie verpackt worden sind, ich schätze mal gestern Abend bis heute Vormittag um 10 Uhr entsprechend unterwegs. Das heißt, ein bisschen mehr als einen halben Tag, dreiviertel Tag, ja, werden sie unterwegs gewesen sein, keine 24 Stunden. Ich denke, das ist durchweg zumutbar. Das ist das, was die Tiere auch ohnehin von den Züchtern, von den Zuchtanlagen, wenn sie nicht ohnehin dann, je nachdem welche Tiere von wo nach wo, ohnehin dann auch bis in eure Zoofachhandlung brauchen würden. Und ich denke, sind die Tiere adäquat verpackt, werden sie mit dem Expressdienstleister wie GoExpress vorbildlich verpackt, mit Heatpack ausgestattet und auch entsprechend geliefert,
dann spricht nichts dagegen, dass man seine Tiere auch im Internet bestellen kann. Es dauert nicht viel länger, als sie ohnehin dann zu eurem Zoofachmarkt brauchen würden. Und in dem Zuge kann man sich dann natürlich entscheiden, was man den Tieren dann eher zumuten würde, möchte. Den Weg zum Zoofachhandel, der ja dann auch seine paar Stunden von irgendeiner Zuchtanlage aus dem Ausland dann beinhaltet. Oder eben direkt zu sich nach Hause, je nachdem, von welchen Tieren wir jetzt sprechen. Bei den Garnelen hat es jetzt hervorragend geklappt. Es ist kein Tier offensichtlich vom Versand geschädigt oder zu traumatisiert und apathisch jetzt am Kreuz und Querschwimmen. Diese machen alle einen vitalen Eindruck. Und ich will jetzt auch nicht länger hier in dem Wasser verbleiben lassen. Ich würde diesen Temperaturangleich machen, das heißt mit der Tröpfchenmethode Wasser den Eimer hochziehen und entsprechend aus dem bestehenden Aquarium das Wasser hier in den Eimer reingeben. Homöopathisch dosiert, dass sich ein Temperaturangleich stattfinden kann. Das heißt, hier die Becken laufen auf Raumtemperatur und ich würde jetzt den Eimer, so dass mindestens die doppelte Menge nochmal von dem Aquariumwasser nach ein paar Stunden hier im Eimer ist, dann hinzugeben, sodass die Tiere sich akklimatisieren können an die Wasserparameter, an die Gesamthärte, an die Carbonathärte und natürlich an die Wassertemperatur. Die dürfte in etwa gleich mit dem Transportwasser sein. Die fahren hier auf normaler Zimmertemperatur, sind nicht hoch temperiert meine Becken und entsprechend der Temperaturangleich, der ist fast obligatorisch. Wichtiger ist es, dass dann die Werte wie KH, GH sich so ein bisschen hier anpassen, die Tiere keinen Schock bekommen. Und ganz wichtig, solltet ihr mal Tiere vom Zoofachmarkt oder vom Versandhändler eurer Wahl dann bekommen, stellt sicher, dass ein Temperaturangleich an das Wasser gemacht wurde. Das ist das Wichtigste. Denn ansonsten könnte es wirklich zum Schock für die Tiere kommen und das ist, denke ich, am vermeidbarsten. Die Wasserwerte, je nachdem, wie lange die Tiere jetzt auch in dem Transportwasser waren, könnte mitunter sogar besser sein, wenn man die Tiere sofort rauskeschert nach dem Temperaturangleich und in das andere Wasser gibt, sodass sie einfach nicht länger in diesem mitunter vielleicht mit Nitrat belasteten, durch die Ausscheidung und Exkremente belasteten Wasser des Transports dann verbleiben müssten. Je nachdem müsste man jetzt dann testen. Also ich meine, einen kurzen Temperaturangleich über die Tröpfchenmethode würde die Eimer dann entsprechend fast doppelt gefüllt mit dem Aquariumwasser haben und die Tiere dann rauskeschern und in ihre neuen Zuhause geben. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Garnele für das freundliche Sponsoring und die Möglichkeit, mich hier als Affiliate-Partner aufzunehmen. Ich freue mich riesig, wenn ihr mich und Garnele unterstützen wollt. Nutzt doch bitte meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung und lasst uns da gemeinsam partizipieren. Ich freue mich jetzt, werde die Tiere jetzt mal ans neue Zuhause gewöhnen und zeige euch gleich noch ein paar schöne Sequenzen, wenn sie dann im Becken drin sind. Also bleibt gespannt und schaut es euch weiter an. Sehr schön.